Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, hier zurück zu 7 Days to Die. Ja, ich habe mal das Moped gerade ausgeräumt. Wir haben es gleich am nächsten Morgen, Tag 13. Es ist 3.58 Uhr, gleich wird es um 4. Und ich würde gerne hier nochmal ein bisschen was einräumen. Aus dem Moped heraus, dass wir ein bisschen Platz haben. Und warum, das werde ich euch gleich sagen. Ich würde das mal mitnehmen. Das lassen wir mal da hier. Ja, das lassen wir auch da. Da lassen wir das auch da. Und die Werkzeuge hier brauche ich eigentlich auch nicht. Die lasse ich auch mal hier. Ja, die Schaufel lasse ich da. Die Wrench nehme ich mit. Das Fahrrad. Ich hoffe nicht, dass ich es brauche. Vielleicht nehmen wir das trotzdem mal mit. Wir nehmen das mit. Die Pille lassen wir auf jeden Fall da. Und die Verbände, warte mal, hier habe ich ja noch mehr Verbände, was ist denn hier los? So, Haufen Verbände hier. Die nehmen wir auf alle Fälle mit. Ja, und Stockstein, das können wir unterwegs sammeln. Jetzt muss ich mal ganz kurz meinen Hut hier anschauen, was wir hier drin haben. Die Lampe. Hier bekommen wir XP-Zuwachs und bessere Beute, Schatzradius. Ja, was ist denn nun besser? Es ist ja nun kein Mod, ne? Schatzsucher-Mod. Obwohl, ich verstehe nicht ganz, dass die hier nicht reingingen, ne? Sagen wir jetzt geht die rein, oder was? Hat man das? Ja, ich bin verwirrt. Egal. Es geht rein. Ich nehme die Lampe mal mit, trotzdem. Da sind wir schon ziemlich voll, aber das macht nichts. Ja, jetzt haben wir kein Licht mehr. Das ist genau das Problem. Es soll jetzt aber im Moment auch nicht stören. Hinter mir laufen noch die Öfen. Ich habe noch ein bisschen was am Haus gemacht die Nacht und den Nachmittag gestern. Ich habe jede Menge Holz und Zeug gemacht. Es war die Nacht auch ein bisschen Besuch da. Da haben wir auch ein bisschen, bisschen Besuch gehabt halt, wie gesagt, und das läuft halt alles soweit. Ich würde hier gerne noch was essen. Ich habe ja noch ein paar Steaks dabei. Vielleicht nehme ich davon noch was mit, und zu trinken habe ich wirklich nicht mehr viel, ne? Weißt du was? Ich nehme mal den Kaffee mit. Wir haben drüben noch Kaffee hergestellt. Das sollte erstmal, glaube ich, für den Moment passen. Ich habe nämlich heute was vor mit euch, und ich denke, die Mod brauche ich die. Weißt du, die Lampenmod ist mir, glaube ich, lieber. Weißt du, ich mache das trotzdem nochmal anders. Die Lampenmod ist mir lieber. Ja, das ist halt dann so. Ja. Und dann lasse ich das da. Das sehe ich, ich sehe da einfach mehr. Ne? Ich sehe da einfach mehr. Das lassen wir so. Jetzt muss ich trotzdem nochmal gucken, mit was reparieren wir denn hier die Ausrüstungssachen. Wo steht denn das? Kann ich das mal prüfen? Ne, warte mal, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Reparieren kann ich nicht. Warum nicht? Warum kann ich den nicht reparieren? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja, dann bleibt das erstmal so. Verstehe trotzdem nicht, warum ich nicht reparieren kann. Ach hier, Werkzeugkisten. Ist das alles Werkzeugkiste? Ja, wir machen das mal ganz kurz so. Ja, dann prüfen wir das mal so. Das ist auch Werkzeugkiste. Hier hat man auch eine Werkzeug. Ja, und hier wahrscheinlich auch, ne? Gut, dann müsste das noch ein bisschen halten. Die sind ja noch nicht so schlecht, ne? Gibt es eigentlich hier eine Schnelltaste mit Tragen? Weh, ne? Ja gut, dann läuft das. Und dann lasse ich das noch da. Kein Problem. Kommt hier hin. So, wie sieht es mit meinen Waffen aus? Ich glaube, da muss ich aber trotzdem mal was tun. Und zwar reparieren wir die mal. Die wird... Ach, da brauchen wir die Rohre. Ja, stimmt ja, das ist eine einfache. Das passt soweit. Reparieren. Die repariere ich auch mal. Dann reparieren wir die noch. Ja, dann machen wir noch das hier. Da fehlen mir die Steine. Die habe ich aber irgendwo. So, reparieren. Und die Wrench repariere ich auch. Ne, wir haben ja ein bisschen was haben wir ja da. Da können wir auch ein bisschen was nutzen. Ne? So sollte es ja sein. Gut, dann können wir das hier zurücktun. Wunderbar. Ein bisschen Munition nehme ich mit. Allerdings nicht so viel, ja. Das bleibt. Und das tue ich auch mal darüber. Jupp, dann können wir das nochmal ordnen. Okay, so passt das erstmal. Gut, die Sachen nehme ich auf alle Fälle mit. Die kann ich vielleicht gebrauchen. Die Wrench nehme ich auch mit. Die brauchen wir unterwegs mit Sicherheit. Das nehme ich für den Händler mit, dass wenn wir was anderes haben und ein bisschen Essen trinken. So, unser Ofen ist mittlerweile oder unsere Schmiede ist mittlerweile fertig. Wir können ja gerne aber nochmal was reintun. So, dann machen wir das so. Das kommt dahin und das so. Und dann schalten wir das nochmal ein. Und dann, ja, gucken wir mal, was hier dabei rumkommt. Keine Ahnung. Aber
Soll es auch egal sein. So, hier habe ich nochmal das ganze Zeug reingetan. Ich habe noch ein bisschen Pflasterstein hergestellt, falls wir was verbessern wollen. Und ich komme zu einem Zuschauerkommentar, der das hier nicht ganz so prickelnd fand. Natürlich hast du die Version erst gesehen, wo ich das erst reingetan habe. Ne? Ich habe das natürlich dann hier nochmal mit Holz aufgeklopft. Auch hier, das ist alles Nachbau. Und dann eben den Prototyp, den die hier halt setzt, mit die Rahmen, das habe ich dann hier eben verfeinert. Ne? Einmal draufgeklickt und da war es das. So. Allerdings ist es trotzdem ein Unterschied, weil das eine ist so, das andere ist so. Und hier ist eine Schreierin, das ist nicht so gut. Die machen wir erstmal schnell weg. Wo ist sie? Zwei, ja? Oh, die sind beide. Sind die feral? Ja. Ja, dann habe ich die Nacht auch ein bisschen gebuddelt hier. Ein bisschen unser Zeug. Ja, machen wir mal ein bisschen hier, ne? Warte mal, die muss erstmal weg hier. Das artet ja ein Stress aus hier. Also kommst du auch zu Punkten. Ja, da müssen wir erstmal das machen, lässt sich nicht ändern. Ja, ein paar Baumsamen habe ich auch gepflanzt, ihr seht es, das sind ein paar geworden. 5, 6 Stück. Allerdings habe ich den einen oder anderen auch nicht richtig gesetzt. Ja, der Speer ist schon krass, ne? Ausdauer geht auch. Ja, sehr schön. Und das sind fast alles harte Angriffe, ne? Ja, die haben ja einiges geändert mit die Schreierin. Ich persönlich komme bloß nicht so ganz klar mit dem Update 3.16, 3.17. Da heißt es, dass sie das ändern wollen. Gewisses an der Spielmechanik. Aber man kann die Spielstände speichern, sodass man sie übernehmen kann in das neue System. Aber das Problem ist, naja, wie es immer so ist mit bei mir mit technischem Know-how. Es ist zwar erklärt wie, trotzdem komme ich nicht klar. Keine Ahnung. Das heißt, wenn das soweit sein sollte, könnte es sein, dass wir unter Umständen neu anfangen müssen. Aber auch dafür habe ich schon eine Idee. Wir verändern einfach das Konzept und wird sicherlich spannend und auf alle Fälle tödlich werden für uns. Definitiv. So, jetzt haben wir hier eine halbe Stunde vermehrt oder was? Oder eine Stunde. Okay, das Buch können wir mal verkaufen. Das können wir dann draußen hin tun. Hier haben wir nochmal einmal Gewehre. Das ist nicht schlecht. Und nochmal Gewehre. Sehr gut. Das zu trinken nehmen wir mit. Ich tue die Barren mal hier rüber. Das waren jetzt 10 Stahlbarren. Das ist nicht schlecht. Das tun wir auch hier rüber. Das nehmen wir alles mit. Mhm. Das ist was für ein Händler. Und jetzt wollte ich hier nochmal reingucken. Genau, das habe ich hier hergestellt. Ich habe mir auch eine Schaufel hergestellt. Das habt ihr hier gesehen. Ja, damit habe ich eben die Nacht ein bisschen gebuddelt. Und eben eine Pike habe ich mir auch. Und da habe ich eben das hier reingetan. Ne? Ich glaube, wir hatten noch so einen Beschwerungsmod oder sowas hier. Dies könnten wir auch mit reintun. Ne? Das ist zusätzliche Chance zu betäuben. Nahkampf naja, ist vielleicht nichts unbedingt für eine Pike. Weiß ich nicht. Ja, aber prinzipiell passt das schon. Achso, und ich habe noch 2 Bücher gefunden, die können wir auch noch mal lesen. Und zwar Rüstungen. Ja, haben wir das auch noch. Und dann ist es das schon. Und das tue ich mal hier rein für einen Händler. Gut, das nehme ich alles mit. Und was habe ich heute mit euch vor? Ich möchte mich auf den Weg machen. Ich möchte noch mal dorthin, wo wir angefangen haben. Und dort würde ich gerne mit euch das Zeug einsammeln, was vielleicht noch so ein bisschen von Wert für uns ist. Geld habe ich dabei, wir haben fast 15.000. Ich gucke hier nochmal rein, das brauche ich jetzt alles nicht. Ja, die XP hätten wir jetzt gut gebrauchen können, ne?
Aber bevor wir heute starten, möchte ich mit euch nochmal was machen, was ich lange nicht gemacht habe. Ich habe mich ja gewundert, warum ich keine Mission mehr habe. Ich gehe mal davon aus, ich habe irgendwie alle Missionen gemacht, die zu haben waren hier. Und momentan hat der Händler keine. Ich bin mir nicht so sicher. Irgendwie, keine Ahnung. Aber ich würde gerne mit euch... Hier, das wollte ich. Y, der... Das Portal hier, der Krug. Ja, wir haben ja hier noch ein paar schöne Sachen und die würde ich natürlich gerne mit euch einlösen. Ne? Wie zum Beispiel hier Gebietsblock setzen. Dann platzieren Schlafsack. Fertige Baublock. Ja, platziere Baublock. Ja, aufwerten vom Baublock. Platziere Holz hier und so weiter und so fort. Alles verschiedene schöne Sachen und es bringt natürlich immer ein paar Punkte. Und das steigt natürlich auch mit der Zeit. Den haben wir noch nicht. Eine Stachelfalle haben wir noch nicht gesetzt. Das ist ja ein Ding. Und dann geht es eben so weiter. Ne? Dann gibt es 500. Ihr seht es selber. Hausammler, Zombies, Beete und Felder. Und dann gibt es halt schön. Und dann wächst eben der Balken hier unten und dann kriegst du eben auch mal da ein paar schöne Belohnungen. Beute, benutze Magazin. Noch ein Magazin. Ja, achso, das haben wir schon. Muss ich weitergehen? Zerlege Gegenstände. Also hier springt er nicht mehr weiter. Hier gibt es sogar dann 2000 Erfahrungen. Ja, das ist schon nicht schlecht. Ja, da geht einiges. Und hier haben wir zum Beispiel Treffer Händler Red, Treffer Händler Jen, Treffer Händler Bob. Auch feine Sachen, ne? Kaufe Gegenstände 5, kaufe Gegenstände oder verkaufe 5. Dann haben wir hier beliebige Quests 2 von 2. Stufenabschluss und Händlerroute. Da haben wir schon wieder einen freigeschaltet. Dann haben wir hier unten noch sammle Pflastersteine, sammle Eisenrohre, sammle Kunststoffabfall, sammle Leder, verrottetes Fleisch. Dann haben wir sammle Mechanikteile und sammle elektrische Teile. Ja, dann können wir auch in die zweite Abteilung hier gehen und ich denke, da wird noch mehr kommen. Dann haben wir hier Holz sammeln, 1000 XP, sammle Lehmboden, feine Sache, sammle Nitratpulver, ja, und heile Durchfall, ja. Dann betrete verbrannten Wald, einlösen, dann betrete die Wüste, betrete Ödland, ja, und überlebe 7 Stunden, haben wir auch. Ja, was wäre das nächste? Da fehlt uns noch ein bisschen was. 14 Stunden, okay. Und dann 21 Stunden. Ne? Das ist doch eine ganze Menge, was es da gibt. Und hier, töte Zombies 500, haben wir auch schon. 10.000 EP und Munition. Was denn für Munition? Munition? Was? Was gibt es hier für Munition? Weiß ich nicht. Haben wir Schrot gekriegt? Oder hier, ich glaube, hier hat man nicht so viel. Haben wir hier 50 vielleicht bekommen? Ich weiß es nicht. 40, 30? Keine Ahnung. Ich trinke auf alle Fälle jetzt mal hier das Ding hier. Und das machen wir mal. Ja, und dann können wir das hier rüberschieben. Genau. Und dann können wir das mitnehmen. So. Allerdings wird das nicht reichen. Ich nehme nochmal einen. Ja. Und dann nehmen wir hier noch zwei von den Küchlis. Ja. Nehme ich noch eins. So, dann haben wir das. Und dann können wir nämlich losmachen. Plan heute. Mein Speer hat ganz schön gelitten, aber okay. Plan heute, wie gesagt, ist auf jeden Fall. Ich würde erstmal hier. Wo ist mein Gas? Mein Gas ist hier. Warum nimmst du das nicht? Ach, hat er gemacht, ne? Oder? Hat er jetzt genommen, ne? Doch, hat er genommen, denke ich. Gut, ich tue das mal derweil trotzdem hier rüber. Ja, das kommt also hier hin. Und wir werden unterwegs ein paar Autos zerlegen müssen. Und mein Plan ist, wie gesagt, wir schauen mal auf die Karte. Ich würde gerne in mein altes Gebiet zurückfahren. Ja. Da waren wir gewesen, mein altes Gebiet, wo haben wir angefangen? Hier drüben. Da werde ich gerne als erstes mal zurückfahren. Und ich möchte gerne den Weg hier fahren, diesen hier. Ja, wir sind ja hier über die Berge gekommen und hier ist diese komische Autobahn gewesen. Und da würde ich gerne weiterfahren. Ich würde aber vielleicht auch diese Straße hier mal nutzen, hier drüben, dass man vielleicht hier irgendwie hier rüberkommt. Denn ich denke mir, dass dieser Weg hier rüber führt und da kann man eine ganze Menge sparen. So machen wir es jetzt. Und da würde ich gerne in den alten Regionen Zeug einsammeln. Was wir vielleicht noch gebrauchen können hier, ne, falls es hier mal eng wird. Ich meine, wir kommen klar, aber trotzdem, vielleicht haben wir noch ein paar schöne Teile. Weil vielleicht können wir noch ein bisschen Geld machen mit Sachen, die wir so nicht brauchen. Ich denke, das ist schon irgendwie nett. So, genauso werden wir es tun. Okay, ich werde es dann mal gucken, ob wir das ein bisschen zusammenschneiden oder ob wir das so lassen. Und ich fahre jetzt erstmal schnell durch die Stadt durch, vielleicht auch ein bisschen Zeitraffer. Und dann sehen wir uns am Ende der Stadt hier erstmal wieder.
Ja, Leute, ich bin gerade verwirrt. Wir haben hier eine Mission. Verstehe ich nicht ganz. Ist das die wir machen sollten? Befall? Warum wurde mir die nicht mehr angezeigt? Warte mal, da muss ich mal ganz kurz gucken hier. Befall, muss ich die etwa aktiviert haben irgendwie? Zombie schlechter. Rede mit dem Händler. 10.000 Belohnung. Die ist noch offen, ne? Also ich bin verwirrt. Ich bin irgendwie verwirrt. Egal. Wir fahren jetzt trotzdem weiter. Und ich markiere mir das mal. Wo sind wir hier? Hier. Da ist doch das Ausrufezeichen. Das ist ja ein Ding. Da wir es noch nicht angenommen haben, kann auch nichts passieren. Gehe ich zumindest davon aus. Und ich mache trotzdem das, was wir heute gesagt haben. Irgendwie ein komisches System, aber was willst du machen, ne? So ist es halt. Ist das hier der Weg nach draußen? Ist ja mal gut gemacht. Auch schick. Wie so ein Torbogen, ne? Wir sind jetzt ein bisschen falsch gefahren. Aber sieht komisch aus. Ach, weil wir es nicht sehen, deswegen. Ja gut. Auch nicht so schlimm, ne? Warte, ich muss noch mal gucken. Wir müssen ein bisschen nach links. Ja. Dann ist das so. Kein Problem. Ja, so ist das ja eine sehr schöne Gegend hier. Und Wüste hat mir schon immer gefallen. Es gab ja in der letzten Version, gab es ja hier so ein paar Mods. Da konntest du so eine Western-Szenario spielen, also so Western. Oder eben gegen Maschinen. Habe ich beides angetestet. Aber, naja. Weiß nicht, ob das dann noch was mit Seven Days to Die zu tun hat. Keine Ahnung. Aber war auf alle Fälle sehr, sehr schick. So. Das hat man hier ja eigentlich auch gemacht, ne? War das richtig? Eigentlich nicht. So muss es sein, ne? Ja, egal. Gut. Okay. Dann müssen wir mal gucken, wie der Weg jetzt hier führt. Vielleicht finden wir noch eine schöne Stadt, wo wir rein können. Wir müssten eigentlich hier rüber so ein bisschen. Oder beziehungsweise hier so rum wahrscheinlich. Wir folgen einfach mal dem Weg und ich mache das ein bisschen mit Zeitraffer. Ja, da sind wir am nächsten Ort des Geschehens hier. Ich guck mal, ob es hier ein bisschen Treibstoff gibt. Ja, ein bisschen was. Kann man ruhig mitnehmen, ne? Wir haben ja sowieso keinen Loot-Respawn, also wenn es einmal leer ist, bleibt es auch leer. Ja, oder ist es das? Und dann geht es auch schon weiter. Müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Ja, durch dieses dunkle Öde hier, graue, ist es natürlich noch ein bisschen unheimlicher, als es so schon ist, das Biom. Ja, durch die ganzen Geier und den ganzen Klimbim, aber so ist es halt, ja. Gut, haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir fahren jetzt Richtung Norden
Warte mal, wir machen mal was. Habe ich die Dietriche dabei? Ja. Ich glaube, wir probieren das mal aus. Ich habe ja genug gemacht. Also sollte es auch nicht das Problem sein. Oh, was ist denn das für einer? Oh, oh. Oh, nee. Ist das so ein Spucker oder irgendwas explodierender? Ich weiß es nicht. So ein halb radioaktiver. Der Wind ist aber auch gut. Ne? Du hörst hier nicht, ob hier einer kommt. Naja. Wir kriegen das aber schon auf die Reihe mit 45 Stück, oder? Oder 44? Wahnsinn. Oh, oh, Stahl. Das ist gut. So, erstmal weg hier. Ja, genau deswegen. Der hat uns nämlich jetzt voll getroffen. Wenn wir geblieben wären. So, jetzt kann es natürlich sein, dass das, was jetzt die Straße, die von oben kommt. Oh, sehr gut. Die Straße, die von oben kommt, dass die eventuell. Oder die wir jetzt hochfahren könnten hier. Ja, die hier hoch. Dass genau das das ist. Aber ich glaube, wir gehen mal hier weiter und wir hoffen, dass hier der Weg dann irgendwo hier lang führt. Ja. Fahren also mal geradeaus. Wo geht denn das hier hin? Ach, wir testen das einfach mal. Komm. Oh, sehr schön. Ja, also die anderen da, die sind mir auch nicht so mit ihren Buckel da oder was die da haben. Ich kenne die zwar irgendwie, aber ich muss die trotzdem nicht haben. Ich fahr mal hier lang. Aber ist natürlich auch schön. Hier gibt es auch so Daten. Also es ist eine. Ist kein schlechter Ort hier eigentlich. Hier findet man bestimmt guten Loot. Ne? Man muss bloß eben sich die Maschinenpistole für die Hunde aufheben. Dann sollte das passen. So, den Bogen können wir dann scrappen und das Buch können wir lesen bei Gelegenheit. Und hier ist noch ein Feuer, ein Polizeiauto. Weißt du was? Ich habe ja genug Dietriche dabei. Also wir können das gerne nochmal probieren. Meine Safe-Knacker-Sachen habe ich natürlich nicht dabei. Ne? Das wäre natürlich eine Aktion, wenn du in so einer Stadt bist, dass du sowas nimmst. Ich glaube, da hast du 6 Minuten und dann kannst du durchaus ein paar Autos machen. Wenn du das vorher auskundschaftest, dann funktioniert das auch mit 3. Ja. Ja. Aber der Stahlspeer, der 4er, der ist gut. Das ist mit das Beste, was wir haben können. Und wenn wir jetzt noch Luft haben. Was ist denn das? Reines Mineralwasser, was zu trinken und bessere Stiefel, Landwirtsstiefel, okay. Munition, das ist auch nicht schlecht. Oh Gott. Nimm das mal alles. Und tschüss. Der ist auch nicht so langsam, ne? Und wenn der noch anfängt zu rennen, dann ist es gleich ganz aus. So, jetzt muss ich mal gucken, welche Straße wir nehmen. Ja, dann bleibt man hier. Auf der. Kein Problem, da ist nochmal Treibstoff eigentlich. Das sind bloß keine Zapfsäulen, aber kann sein, dass sie noch nicht materialisiert sind. Aber ein Risiko möchte ich jetzt auch nicht eingehen. So, mal kurz umgeschaut. Keiner da. Sehr gut. Okay, also Stiefel. Das sind Landwirtschaftsstiefel, mittlere Rüstung. Ja, kann man lassen. So, jetzt hätte ich gerne den hier. Und den. Hier hätte ich gerne mal verändert. Das alles raus, bitte. Ja, abschließen. Hier mal bitte verändern. Das mal bitte rein. Der hat sogar 4. Abschließen. Wahnsinn. So, wo ist denn jetzt mein Speer hin? Hier. Nochmal verändern. Die Feuermod raus. Abschließen. Verändern. Feuermod hier rein. Ja, und dann können wir den auch verwenden. Wow, ist der gut. Da brauchen wir aber dann Stahl, glaube ich, zum Reparieren, ne? Oder? Oder Reparaturkits, aber die brauchen wir ja sowieso. Gut. Jetzt muss ich nochmal gucken. Wir sind jetzt hier. Ist die Frage, geht hier eine Straße hier rüber? Oder müssten wir weiter in die Richtung fahren? Ich weiß es nicht, wir probieren es mal aus, ja. Ah, ja. Oh, das sieht aus wie... Okay, cool. Können wir weiterfahren. Und ich würde jetzt hier rechts abbiegen. Ja. So geht's auch. Hier drüben ist ein Bär. Aber das soll uns nicht stören. Ja, der Weg geht wieder rechts rum. Das ist nicht so schlimm. Da ist noch ein kleiner Bär. Mama und Papa Bär? Nee. Junior und die Mama.
Was auch immer. Ja, die Stadt geht weiter geradeaus. Ne? Und dort scheint ein Militärcamp zu sein oder ein Gefängnis oder irgendwas. Wir haben einen Hund. Sieht jetzt nicht aus wie eine Fabrikanlage. Ich denke, da hier auch so viele Soldaten rumrennen, war hier sicherlich mal ein Militärcamp irgendwie in der Nähe. Könnte durchaus sein. Ne? Hier haben wir nochmal Pass and Gas. Ja, wir fahren ein bisschen in die falsche Richtung. Mal ein bisschen was reintun hier. So. Erstmal weg. Wo ist er denn? Da ist er. Okay. Ich geh mal gucken, ob die Tanke was für uns hat. Okay. Sieht nicht so aus. 22 nehme ich mit. Hi. Ja. Okay. Kannst du machen. War das nochmal ein Polizei, oder? Wollen wir das mitnehmen? Hier ist ein Händler. Aha. Was? Oh Gott. Und tschüss. Kleinen Moment bitte. Schul. So, dann gucken wir mal, was wir bei dem loswerden. Das tue ich mal alles jetzt hier verkaufen. Das brauche ich alles nicht. Vielleicht nimmt er uns das alles ab. Das sind zwar alles eigentlich Sachen, die ich gerne... Also das würde ich schon behalten wollen. Das auch. Das auch. Das eigentlich auch. Da können wir vielleicht was verkaufen davon. Das behalten wir auch mal. Das bleibt da. Die verkaufen wir. Öl verkaufen wir. Das verkaufen wir auch. Das verkaufen wir auch. Und das werden wir jetzt sehen. Mahlzeit. Ja, ich tue den jetzt nicht looten. Ne? Wir gehen einfach mal gucken, wo der hier ist. Treppe hoch. Sehr gut. Aber Bücher könnte ich mitnehmen. Wir nicht nur verkaufen Armor, wir verkaufen Armor-Mods auch. Okay. Ja, ich nehme jetzt nur die Bücher mit, die ihr habt, die hier rumliegen, ne? Wir schauen auch nicht groß. Servus. You know, I wasn't sure you had it in you to pull that off. Great job. Zombie-Schlechter. Ach, der gibt mir auch meine Belohnung, oder was? Mhm. Robotik-Geschützmunition. 150 Eisenpfeile. Nö. Weißt du was? Ich nehme die 150 davon. Ja, ich glaube, das finde ich gut. Ja? Okay. Dann würde ich gerne nochmal dein Inventar sehen. Das ist aber nicht meine, ne? Die haben wir gefunden. Wir haben ja selber eine 5er, ne? Ja, wir gucken mal. Die Bücher lesen wir mal. I've got enough horsepower. No more rides, thanks. Ja. That, my friend, was a fantastic deal. Das benutzen wir mal. Dann haben wir hier Schrotflinten. Was haben wir noch? Zweimal Rüstung. Die Schuhe Landwirtschaft, ich brauche die eigentlich nicht, ne? Bin ich ehrlich. I've got armor that'll make you feel like a legend. Und das gebe ich auch weg. Und ich habe wieder meine Zigarre nicht. Es ist der Hammer. Ja. Appreciate it, but thank you very much. So, remember, step right up and witness the finest armor money can buy. Ja, der hat ja Haufen Rüstung hier, ne? Das ist aber das, was er auch gesagt hat. Mehr oder weniger. So, die Sachen würde ich ja gerne mal mitnehmen. Das sind feine Dinge. Habe ich nicht. Come back soon. We restock daily. Ja, daily. Was? Kann ich ja gar nicht glauben. Gut, nehme ich das mal mit. Das kann mal rein, das kann auch rein. Das kann rein. Das können wir zerlegen. Das fliegt raus. Ja. Ich hoffe, das Ding hat ja noch mehr Ausgänge.
I'll make sure you walk away with a deal sweeter than honey. Der war gut. Schauen wir mal, ob das so ist. Oh, guck mal, was der noch hat. 7. Warte mal. Remember, Trader Joel's if you need armor. Entschuldige dich bitte, Leute, aber irgendwann muss ich es auch mal merken. Welcome to the one-stop shop for all your armor needs. Siehst du, das geht doch. Das ist was sehr Wichtiges. Das nehmen wir auf jeden Fall. Bauplan, Robotikdrohne, Booster-Mod. Okay. Ödland, Schätze. Aha. Särge. Ja, das wird vielleicht noch kommen, ne? Hm. Was haben wir noch hier? Vitamine, die Schatzsucher-Mod, das haben wir. Schalldämpfer-Mod. Wirkt am besten bei Kleinkaliberwaffen und Waffen mit geringer Schussrate. Also ist das was für Pistolen oder so? Mhm. Kaffee. Kaufe ich mal. Was haben wir noch? Amboss haben wir schon. Ja, ich denke, das ist es. That, my friend, was a fantastic deal. Ja, finde ich auch. Ne? Ich lasse die Tür offen. Ja. Warte mal. So, ich denke, das passt. Sind die alle hier davor, ne? Ach, na toll. Das habe ich zu spät gehört. Das ist aber auch ungünstig, ne? Naja. Hat er uns am Knie erwischt, oder was? Das ist ja wohl einer. Oh, hier ist ein Bär. Ups. So, wenn wir hier drüber sind, erstmal ein bisschen in Sicherheit wahrscheinlich. Schaue ich mal, wo wir lang müssen. Ja, die Richtung stimmt. Die nehmen wir. Sehr schön. Ja, coole Sache. Da haben wir einfach mal so einen Händler gefunden. Ist ja unglaublich. Ist das hier eine Tankstelle? Ja, ne? Hier ist wieder so ein Kniffo. Wenn ich das aufmache, kommt da hier 20 Mann raus? Nee. Oh wow. Warte mal, das könnte die falsche Richtung sein. Okay. Müssen wir irgendwie da lang? Ich hoffe, da geht ein Weg lang. Wir fahren mal geradeaus, ne? Okay, vor uns liegt wieder ein neues Gebiet, neue Stadt. Ich gebe einfach mal Gas und wir schauen mal, wo uns das hinführt. Treibstoff haben wir noch.
fahr gleich mal geradeaus hier. Oh, Poppenpilz. Mhm. Gute Medizin. So, ich schau mal drauf, wo wir sind. Ja, nicht schlecht. Wir sind eigentlich gut unterwegs. Wir könnten jetzt... Ich probiere es mal mit geradeaus, wo wir hinkommen. Normalerweise könnten wir links hochfahren. Und dann kämen wir auf die alte Route zurück. Gibt es ziemlich viele Bären hier, ne? Okay, das war nix. Sieht das hier aus? Wir schauen nochmal hier rein. Also wie gesagt, das mit dem Vierer Stahlsperr, das ist ja der absolute Hammer, ne? Da bräuchte man dann aber auch mal so eine Mod, dass das Ding länger hält, ne? Das wäre auch was. Ich weiß gar nicht, ob wir die machen können. Solange der Bär nicht kommt. Okay. Ist das mit den Wasserflaschen neu? Hm, wer weiß. So, das Biom ändert sich gleich. Und wir überlegen uns mal, wie wir jetzt fahren. Schauen wir auf die Karte. Also ich sehe keinen Weg so richtig nach oben. Probier's mal da lang. Folge ist schon wieder ein bisschen länger geworden. Aber ich würde eigentlich gerne noch ankommen. Auch wenn die Folge jetzt ein bisschen länger wird. Ich erinnere mich an dieses Autokino. Ich glaube, das ist auch eine heftige Nummer. Hallo. Ja gut, dann fahren wir jetzt querfeldein, dann ist das so. Wollen wir hoffen, dass er keine Bombe ist, keine Mine. Dann läuft das schon irgendwie. Und es wird hell. Sehr schön. Angenehm. Ach ja. Aha, aha. Was ist denn das hier für ein schönes Bergwerk drunter? Aha, das kenne ich doch von früher. Habe ich auch lange nicht gesehen, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ich habe es auch lange jetzt nicht gespielt. Wenn, dann habe ich höchstens mal reingeguckt für eine Stunde oder so. Ja. So, warte mal, ich muss mal hier reingucken. Ich will wohin? Wo war mein Bettchen? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier ist der Händler. Unser Bett war irgendwo... Ne, wir hatten hier kein Bett, ne? Machen wir das mal so. In der Stadt hat man ja, glaube ich, kein Bett. Wir haben ja durchgehend gearbeitet. Ja. Das ziehen wir nochmal schnell durch. Ich gebe nochmal Gas hier, ein bisschen Zeitraffer und dann sind wir auch gleich da.
Ja, und da sind wir angekommen. Sehr schön. Dann würde ich mal vorschlagen, ich tue den mal hier neu setzen. Ja. So, dann haben wir das auch. Sehr schön. Ein Schlag und die Sache beginnt. Und ich würde sagen, wir springen erstmal in die nächste Folge, denn die ist schon ziemlich lang geworden. Und da kann ich hier ein bisschen das ordnen und dann können wir zum Händler gehen und das, was wir noch haben, verkaufen. Wunderbar. Gut, Freunde, bedanke mich. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.